Bei einem Poetry Slam sind ja leider keine Hilfsmittel erlaubt. Ich habe es extra vorher gefragt. Aber für das, was ich erzählen will, brauche ich dringend eine Sonnenbrille. Deswegen müsst ihr euch jetzt bitte vorstellen, dass ich eine Sonnenbrille trage. Und ihr könnt euch auch aussuchen, was für eine das sein soll. Also eine total verspiegelte, macho-mäßige oder so eine mit riesengroßen Gläsern, so Biene-Maja-Look oder so eine modische Hipster-Sonnenbrille. Sorry an alle Hornbrillenträger hier im Raum. Ich brauche also auf jeden Fall jetzt eine Sonnenbrille, stellt euch das einfach vor, weil ich möchte über Sonnenbrillen reden. Oder eigentlich möchte ich über Filter reden. Das ist eigentlich das Thema. Weil Sonnenbrillen ziehen wir ja nicht nur an, weil das so das äußere Zeichen von Entspanntheit, von Urlaubsmodus, von Coolness ist, sondern Sonnenbrillen ziehen wir an, weil die das Grelle aus dem Sonnenlicht rausfiltern. Alles, was man durch die Sonnenbrille sieht, das wird gleich so ein bisschen weicher, wärmer. Da kommen so Gelb und Braun und Rottöne rein. Das ist gleich ein bisschen angenehmer. Und das ist genau wie mit Instagram, ne? Da legt man ja auch irgendwie über so Fotos irgendwelche Filter drüber, irgendeiner Art und Weise, sodass jede Bahnhofstoilette aussieht wie der Place to be. Und ich glaube, solche Filter haben wir nicht nur, wenn wir Sonnenbrillen anziehen oder wenn wir Instagram benutzen, sondern wir schauen immer durch bestimmte Filter auf die Welt. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, warum es so schwierig ist, so echt verdammt schwierig ist, über Gott zu reden oder über das, was man glaubt. Vor 4 Jahren hatte ich einen ziemlich schweren Autounfall. Es war genauso ein guter Sommer wie dieser, es war Weltmeisterschaft. Yogis Jungs haben in Südafrika immer noch um den Titel gekämpft, waren noch im Spiel. Ich fuhr mit ungefähr 140 Sachen über die Autobahn, als es meinem linken Hinterreifen zu heiß wurde und der platzte. Mein Auto hat sich mehrmals gedreht, aber irgendwie kam ich dann auf dem Seitenstreifen zum Stehen, habe mich zum Glück nicht überschlagen und neben mir war keine Scheibe mehr und mein Motor war so auf die Hälfte zusammengequetscht und sonst fehlte mir nichts. Der Grund, warum ich das hier erzähle, ist aber nicht, was da passiert ist, sondern der Grund, warum ich das erzähle, sind die Reaktionen von Leuten, denen ich diese Geschichte danach erzählt habe. Hier, Auto, guck mal, so sieht es aus, mir passiert und so. Da gab es nämlich Leute, die einfach nur sagten, dass sie froh sind, dass mir nichts passiert ist. Die haben da nicht weiter ruminterpretiert. Und es gab die, die mit ein bisschen Wasser in den Augen gesagt haben, das hast aber einen guten Schutzengel gehabt. Und ich erinnere mich auch an einen Bekannten, der hat einfach nur gesagt, echt Wahnsinn, wie gut diese Karosseriestabilisierungssysteme funktionieren, wenn es mal drauf ankommt. Kein Wunder für diesen Mann, der arbeitet als Sachverständiger in der Automobilbranche. Und in solchen Situationen frage ich mich immer, wie kommt es, dass verschiedene Leute, die dieselbe Geschichte erzählt bekommen, das so unterschiedlich deuten? Wieso sieht der eine hier so quasi die himmlische Intervention, der Schutzengel, der aufpasst, und der andere sieht einfach solide deutsche Ingenieursarbeit? Okay, japanische Ingenieursarbeit, ich bin in Toyota gefahren. Ich bin ziemlich sicher, dass du so eine Situation auch schon erlebt hast, wo zwei Menschen vielleicht sogar genau das Gleiche erleben und für den einen hast du was mit Gott zu tun und für den anderen nicht. Ich weiß sogar ziemlich sicher, dass du das schon erlebt hast, sonst wärst du heute Abend gar nicht hier. Vielleicht verstehen einige deiner besten Freunde nicht, dass du mit Glauben, Gott, vielleicht sogar Kirche irgendwas anfangen kannst. Vielleicht verstehen die nicht, wieso du glaubst, dass bestimmte Situationen aus deinem Leben was mit Gott zu tun haben. Die sehen einfach nicht, dass das für dich so ist. Und vielleicht kennst du auf der anderen Seite auch viele Menschen, wie Ursula das eben beschrieben hat, die ganz anders glauben als du, viel, viel intensiver, irgendwie auch automatischer, ohne so viel drüber nachzudenken wie du, ohne ständig zu problematisieren, ob man dies oder jenes jetzt über Gott sagen kann oder das gar nicht geht und so, sondern die das einfach machen. Wir alle gucken durch Filter auf die Welt. Immer sehen wir nur einen Ausschnitt von dem, wie die Welt wirklich ist. Auch wenn es natürlich jedem von uns so vorkommt, dass wir da völlig klar sehen, vollkommen offensichtlich, was da passiert, kein Mensch guckt ohne Filter, ohne eingebaute Sonnenbrille auf die Welt. Wir haben so eine Art angeborenes Instagram im Kopf. Ihr habt ja auch alle Sonnenbrillen an. Und wenn ihr jetzt wüsstet, wie lustig das aussieht, hier oben zu stehen, euch alle so mit Sonnenbrillen sich vorzustellen. Irgendwann bilden wir uns nämlich ein, dass die Welt so ist, wie die durch unsere Filter aussieht. Aber das ist nicht so.
Niemand von uns sieht die Welt so, wie sie wirklich ist. Diese Funktion Hashtag NoFilter, die ist bei uns nicht vorgesehen. Vielleicht ist das sogar eine ganz gute Beschreibung von dem, was man sich unter Gott vorstellen kann, dass er der Einzige ist, der auf uns und die Welt ganz ohne Filter gucken kann und die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind. Der von jedem von uns die ganze Geschichte kennt, auch die Details, die wir gerne rausgefotoshoppt hätten, aber eben auch das, was die anderen so gerne übersehen, weil sie das durch ihren Filter irgendwie halt rausfiltern. Gott sieht uns filterfrei. Aber wenn das so ist, was machst du dann mit so Situationen, wie ich die eben erzählt habe? In denen die einen Gott am Werk sehen, die anderen den Zufall oder das Universum oder sich einfach gar keine Gedanken drüber machen. Was heißt das, wenn du von Gott erzählst oder versuchst du in einem Gottesdienst herauszufinden, welche Bedeutung er für dein Leben hat? Du kannst vielleicht nicht ohne Filter auf die Welt gucken, aber du kannst versuchen herauszufinden, welche Brille Gott dir anbietet, um auf die Welt zu gucken. Welcher Filter hilft dir, klarer zu sehen? Man kann ja auch mehrere Filter übereinander legen. So, einer ist angeboren und einen lässt du dir von Gott geben. Ich glaube, dass die Sonnenbrille Gottes ziemlich viel mit Jesus zu tun hat. Diese Sonnenbrille, die wirst du wahrscheinlich nicht dauernd tragen können. Die wird dich auf der Nase zwicken, du wirst anfangen zu schwitzen und es ist unbequem. Oder du gehst halt in einen dunklen Raum rein, Sonnenbrille, scheiße. Aber wenn es dir ab und zu gelingt, durch die Sonnenbrille Gottes auf die Welt zu gucken, dann gelingt es dir vielleicht mehr von der Welt zu sehen, wie Jesus sie gesehen hat. Und dann erkennst du in einer Prostituierten, in einem Obdachlosen, in deinem langweiligen Nachbarn, in dem nervigen Kollegen, in dem korrupten Politiker aus dem Fernsehen, dann erkennst du vielleicht in all denen einen hilfebedürftigen Menschen mit einer Geschichte und vielleicht einer langen Reihe falscher Entscheidungen oder einfach schlechterer Startvoraussetzungen. Und wenn du mal einen Autounfall hast, erkennst du dann vielleicht, dass du von deinem Leben genau genommen ziemlich wenig in der Hand hast und dass jeder Atemzug, den du machst, ein unglaubliches Geschenk ist. Dankeschön.